Was ist denn, kann ich nicht hier den Koloss von Rhodos reinsetzen zum Beispiel? Also geiler kann es ja nicht sein, ne? Wenn du so einen Rhodos da knien hast. Gut, dass der ein Höschen trägt. Fehlt eigentlich nur Stoff. Und der wird ja hoffentlich Stoff, Stoff, Stoff. Nee, tatsächlich. Stoff reicht nicht aus. Kann aber daran liegen, dass wir noch nicht genug Personal haben, ne? Ja. Warten wir mal ab. Daten wir die mal ab. Stoff, ja, die brauchen alle Stoff. Wie sieht's mit dem Wein aus? Könnten wir auch ein bisschen gebrauchen, ne? Wie gesagt, jetzt kommt es nur auf die Zeit an, denn die Zeit heilt nicht nur bekanntlich alle Wunden, was Quatsch ist, sondern... Die Zeit wird dafür sorgen, dass wir genug Personal haben. Jetzt wird's hell draußen. Ja, wir sind schon bei den 2 Stunden. Alles klar. Ja. Was macht denn hier mein... Hier habe ich das Gefühl, das dauert alles ein bisschen, ne? Weil was fehlt denen? Rüstung. Weil meine Werkstatt für Rüstung nicht genug Personal hat. Ist natürlich Blödsinn, die aufzu, aber... Naja, auf der anderen Seite 410. Guck mal, da kommen jetzt noch 100 Plebianer nach und nach zu. Geld verdienen, wa? Verbrechen. Da müsste man Volkes Gunst... Müssten wir nochmal gucken... was ist denn auch Ceres? Hm? Warum machen wir Brötchentag bei dir? Neutral, neutral. Ist gut. Naja, und wenn die Stadt groß genug ist, dann kannst du natürlich auch genug Leute feiern lassen. Das geht schon, ne? Weil wir haben ja noch eine winzig kleine Stadt. Ist ja alles noch Peanuts hier. So. Was macht denn unser Außendienstler? Hier. Das klappt aber, ne? Da reiten wir natürlich nicht rein, ist klar. 48? Was kann ich denn zu denen sagen? Nix, ne? Wo ist denn meine Armee? Hab ich nicht zufällig eine Armee? Nee, ne? Die sind noch dran. Gut, dann müssen wir uns jetzt mal intensiver um Armee kümmern, glaube ich. Darf ich mal ganz kurz fragen, wo meine ganzen Schweinesteaks geblieben sind? Kann doch nicht sein, oder? Was ist denn das hier für eine verfressene Gruppe? Also Schweine werden ja hergestellt. Das ist halt, solange das Personal fehlt, ist das auch immer ein bisschen schwierig, ne? Und ich übertreibe wie immer. Wir fehlen halt, hat nicht genug Essen, ne? Ja. Mhm.
Eigentlich müsste man für die Dinger natürlich genug Platz lassen, ne? Ich baue den da mal hin. Die Frage ist halt, wollen die sowas? Also die wollen es nicht, die wollen Stühle haben. Die brauchen ein bisschen Attraktivität noch. Und Möbel. Was ist denn, Möbel kann ich da auch noch herstellen, oder? Möbel, 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 Möbel. Wie viele Arbeitsstellen habe ich denn? Das kann man hier oben. Ne, warte. Hier waren die Arbeitslosen, ne? Arbeitslose Bürger, angebotene Stellen 71. Okay. Dann müsste ich am Ende, wenn ich jetzt nichts mehr baue, müsste ich 6 Arbeitslose haben. Ihr seht, hier ist eine Gefahr. Was ist denn mit meinen treuen Freunden? Minerva zum Beispiel. Wo bist du denn? Was ist denn, wenn wir Milchfest feiern? Ja, dann müsste, wenn da einer... Ich weiß nicht, wo ich da nachgucken kann. Weil den Nahrungsmitteln fehlen. Eier fehlen. Wir müssen nur aufpassen, ne? Das hier darf, aber wir sind gut in der Range. Das kann eigentlich nicht das Problem sein. Weil Schweine werden auf jeden Fall genug hergestellt. Wir könnten uns eher noch um so eine Metzgerei bemühen. Noch eine. So, was ist denn mit den Centurios? Was fehlt euch denn? Fleisch? Immer noch Fleisch? Nee, die Kavallerie fehlt, ne? Genau, Centurios haben wir. Der hat ja gar keine Attraktivität hier. Das ist ja, kann man da nicht irgendwas hinstellen? Geld machen wir noch genug. 420 ist schon wieder aufgewertet worden, alles klar. Gut, ja. Was machen denn meine Götter? Minerva ist okay, der geht noch. Der Jupiter könnte mal wieder. Juppi, was machen wir denn? Fleischfest. Ne, wir machen Zwiebelfest. Geht nicht, weil wir haben noch ein Event. Pluto müsste auch mal wieder. Die sind ganz schön aufwendig, die Jungs hier. Das ist. Was habe ich gesagt? Juppie? Ja, 1 bis 3 Tempel. Jetzt, ach, jetzt wollen die schon 3 Tempel haben. So. Ja. So, Jupiters Zwiebelfest. Finde ich ja ein bisschen übertrieben, aber das nur so am Rande.
falsche Stelle? Finde ich nicht. So. Was ist denn mit meiner Armee? Habe ich hier eine? Hier sieht man noch, was in Ausbildung ist. Alles klar. Was bereit ist. Okay. Also sind noch 4 in Ausbildung und 4 bereit. Stimmt das denn? Bei euch alles schön hier? Ja, ach ja. Findet gerade ein großes Rennen statt, ne? Gut, Personal kommt. Müssen wir halt jetzt mal wieder gucken, wenn alles sozusagen aufgefüllt ist, wie viel produzieren wir und so weiter. Warum die hier abhauen, I don't know. Ich weiß es auch nicht. Aber man kann natürlich dann richtig große, schöne Städte bauen. Das geht, ja. So, dann bauen wir hier doch einfach mal noch eine Verteidigung auf. Dafür müssen wir natürlich 2 Wachen ausbilden. 2 Wachen da rein. Also Geld dürfte nicht mehr das Problem sein. Jetzt warten wir noch so ein bisschen ab, was hier mit den Ausbildungskräften ist, ne? Und dann könnte man sozusagen alles mal wieder glatt ziehen und sagen, okay, woran scheitert es aktuell, ne? Also hier fehlen zum Beispiel noch Leute. Hier fehlen Waren. Was wir tun können, wir können natürlich dafür sorgen, dass die Attraktivität steigt. Dass die auf 100% kommt. Da. Dann hätten wir hier sozusagen die Maximalgrenze erreicht. Wir gucken eben nur auf die 100%. Okay. Das heißt, alle Plebianer hier haben 100%. Das ist schon mal cool. Dann machen wir das hier auch mal. Der hat nur 70%, das heißt, hier muss noch irgendwo was hin. Hier weiß ich noch nicht. 70%, 70%, 100%. Hier passt kein dekoratives Tor rein, wa? Das brennt doch schon wieder irgendwas. So, der hier 55, dem fehlen halt Fleisch, ne? Also 70, aber er hat auch genug. Also hier kann man dann noch dekorativ natürlich was reinsetzen. Ein Störchen. Eine Kuh. Löwen.
Hier, Dörrchen. Obelisk. Da müssen wir halt nur dafür sorgen, dass jetzt die letzten Sachen sozusagen produziert werden. Ah ja. Mhm. Eisenerz fehlt. Na gut. Entschuldige mal, ich wollte das ja so nicht abreißen. Offene Stellen. Alles klar. Passt also ziemlich genau. Ja, und dann gucken wir mal, wenn die alle versorgt sind, wenn da natürlich noch wer weiß, wie viel Personal zukommt. Wir müssen ja hier jetzt auch wieder für Überschuss sorgen. Das heißt, Wein reicht auch nicht, ne? Nee, Wein reicht nicht. Trauben haben wir mehr als, also nicht mehr als genug, aber Trauben haben wir. Beim Wein müssen wir uns auf jeden Fall noch was einfallen lassen. So, und beim Fleisch, da haben wir Überschuss. Schweine haben wir Überschuss und Fleisch haben wir Überschuss. Könnte man nur beschleunigen. So, was ist denn mit der Armee? Wollen wir die mal kämpfen lassen? Wo war denn hier... Wie sieht es denn aus? Was haben wir? 30, 30, 20. Okay. Hol mal ran hier. Schlacht beginnen. Mal gucken, was wir da hinkriegen. Wir können ja nachproduzieren, weißt du? Ja, das ist jetzt so eine Sache, die ich absolut immer noch nicht so richtig verstanden habe. Also ich habe jetzt zwei von denen. Das heißt, es wäre ja sinnvoll, wenn ich die einsetze. Mindestens ein Centurio dazu. Sinnvoll sind natürlich auch immer die Bogenschützen. So, gucken wir doch mal, wie die aufgerieben werden, oder? Schön ins Schlachtgeschehen. War das jetzt schlecht? Ich habe 69 Schreine, die haben 26, Tendenz stark sinkend. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tot. Ich habe 16 Pferde verloren. War vielleicht nicht so gut, alle anderen nicht. Pferde sind teuer. So, na schön. Dann schicken wir mal den Erkunder hier hin. Gehen in die Stadt und sorgen mal dafür, dass wir wieder ein bisschen Personal kriegen. Kann man hier gucken? 4 Pferde. 4 Centurio, 4 Pferde. Kavallerie braucht Fleisch. Viel Fleisch. Mm-hmm.